muss sich das herder, was man glaubt, was für einen passt und was im Endeffekt dann für die Werkstätte passt. Nicht? Weil es ist jetzt nicht unbedingt sehr glaubwürdig, wenn ich Uhren restauriere und nebenbei fast nur Modeuhren verkaufe. Nicht? Und wir verkaufen lieber Sachen aus Manufakturen. Machen die Leute glücklich, die 100 Leute, für die wir nichts haben, die empfehle ich einfach aus Internet oder eben Kollegen, wo ich schon weiß, der führt ist und gefreut sich auch, wann wer kommt. Und wir persönlich haben einfach den Weg der Mechanik und der Hochwertigkeit jetzt gewählt. Und dann halt eben so Kunden, die immer wieder kommen, was irgendwo eine Bestätigung ist, dass man halt nicht alles falsch macht, offensichtlich. Nicht? Und nachdem ich hauptsächlich mein Handwerk betreibe, ist das eigentlich egal, muss ich nicht irgendwo in der innersten Innenstadt sein. Nicht? Und da ist einfach wirklich, da hast zu 100% Stammkunden, wo die meisten schon davon ausgehen, dass du eh schon weißt, was er braucht, was für Ringweiten die Frau hat und einfach irgendwie so Riesen-Family-mäßig. Nicht? Es ist halt einfach angenehm und entspannter halt wie in der Stadt. So viel kann ich da schon, glaube ich, dazu sagen.